Moin moin liebe Supersoftis, mein Name ist Fluppy. Große Ankündigung von Steam. Anscheinend ist nicht nur Microsoft scharf auf das Wohnzimmer. SteamOS heißt das neue Produkt von den Machern des Online-Game-Shops. Aber was genau ist das? Ein Linux-basierendes Betriebssystem für den Fernseher. Laufen soll es auf einer Box, die aber von mehreren Drittanbietern hergestellt werden kann. SteamOS ist nämlich Freeware für Hersteller von TV-Boxen. Es soll möglich sein, alle Games aus dem Home-Netzwerk auf dem Fernseher zu streamen. Egal ob Mac oder Windows. Filme und Musik werden über Dienste wie Netflix und Spotify verfügbar sein. Family Sharing hatten wir auch schon vorgestellt, ist auch inklusive. Und abschließend sind noch Features wie Rechteverwaltung und Jugendschutz mit dabei. Praktisch jeder kann sich SteamOS herunterladen, free für User und als Lizenz für Hersteller. Könnte also sein, dass SteamOS sich im Wohnzimmer verbreitet wie Android auf Smartphones. Ob Steam so Microsoft schaden könnte? Immerhin versucht der Windows-Konzern mit der Xbox One ebenso das Wohnzimmer zu kontrollieren. Der Kampf Konsole oder PC wird also ins Familienzimmer verlegt. Lieber Steam oder Microsoft als Entertainment-System? Wie würdet ihr wählen? Mehr News und Gameplay haben wir für euch täglich. Abonniert uns, liked das Video oben links. Das ist die Playlist mit den ganzen News und diese Videos haben wir auch für euch.